Herzlich willkommen bei Venari. Rechnest du noch oder schießt du schon? Ja, nach langer Zeit ist Robert wieder bei uns. Er war ja jetzt 3 Monate lang irgendwie weg. Über den Teich, einfach weg. Das erzählt er euch vielleicht nochmal an anderer Stelle. Wir wollen euch heute den Herbstkracher 2023 vorstellen. Apropos Kracher, der Kracher ist hier das Paket und der Preis. Dazu kommen wir aber erst am Schluss. Denn jetzt geht es erstmal um das eigentliche System. Was bieten wir euch hier an? Wir haben uns mal auf dem Markt angeschaut und ein Paket zusammengestellt, was sowohl für den jungen Jäger als auch für den Jäger geeignet ist, der vielleicht eine Zweitwaffe sucht oder eine Waffe, die er nur für die Nachtjagd verwenden möchte, die einfach nicht so teuer sein soll. Und da haben wir uns, wie gesagt, diese Komponenten ausgesucht und die stellen wir euch gleich im Einzelnen vor. Okay, ganz allgemein, was haben wir als Basis? Eine Brenner BR20. Böse Zungen könnten sagen 0815. Punkt 308. Ja. Die Brenner gibt es nämlich nur in 308 und deswegen kann sie auch günstig hergestellt werden. So sieht's aus. Ich kenne diese Waffe seit einiger Zeit, habe mich aber tatsächlich erst während der Produktion dieses Videos etwas intensiver mit der beschäftigt und bin tatsächlich überrascht worden. Auf jeden Fall, die Trefferergebnisse sind top. Es war ziemlich egal, welche Munitionsart, Fabrikmunition oder handgeladene Munition wir damit verschossen haben. Das ist ein guter Standard, den man hier erwarten darf, oder? Auf jeden Fall. Was mich vor allen Dingen ganz besonders gefreut hat, ich kenne es von anderen Waffen, die mit einer Picatinny-Schiene geliefert werden. Da hast du manchmal das Problem, dass diese Picatinny-Schiene erstens nicht richtig festgeschraubt ist. Das heißt, die hat gar keinen richtigen Anzugsdrehmoment erfahren. Am besten noch mit Öl drunter. Am besten noch mit Öl drunter. Und dann hast du hier eine schwimmende Montage. Aus Alu, scheiße ist, ja. Und das habe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen bei der BR20 erwartet, wurde aber eines Besseren belehrt. Denn wir haben hier tatsächlich eine präzise gefertigte, ordentlich montierte Picatinny-Schiene aus Stahl. Die darüber hinaus noch verklebt ist. Ja. Ich habe ja tatsächlich den Fauxpas begangen. Ich habe die Schrauben gelöst und wollte die Picatinny-Schiene abnehmen. Ging nicht, war bereits vom Werk aus verklebt. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung für eine Präzision seitens der Montage. So sieht's aus. So, jetzt haben wir die Basiswaffe BR20. Ein paar kleine Details dazu, was hier schon mal dabei ist. Zum Beispiel eine ganz einfach höhenverstellbare Schaftkappe. Ein Polymerschaft, unschwer zu erkennen, der sowohl am Pistolengriff als auch am Vorderschaft eine gummierte Einlage hat, um das Ganze ein bisschen griffiger zu gestalten. Nach unserer Meinung funktioniert das hinreichend. Das funktioniert wunderbar. Was mir zudem aufgefallen ist, wir haben einen Öffnungswinkel von 60 Grad statt eben 70 Grad oder mehr, was vor allen Dingen die Nutzung von Okularlösungen, vorausgesetzt man ist Rechtshänder, deutlich erleichtert. Ja. Oder halt besonders niedrige Montagen. Oder besonders niedrige Montagen. Genau. Mhm. Was haben wir noch? Du hattest ja den Verschluss gerade schon in der Hand. Wir haben hier an der Seite eine schön zu bedienende Dreistellungssicherung. Im Großen und Ganzen, wie man Dreistellungssicherungen kennt. Zu, bleibt zu, geht auf, ist aber sicher und ich kann schießen. Richtig? Genau. So. Darüber hinaus haben wir hier einen kleinen Pin, der mir des Nachts anzeigt, ob die Waffe gespannt ist oder nicht. So einen kleinen Indikator-Pin. Und tagsüber kann ich sogar sehen. Ja, aber gerade nachts, ne, wenn mit du fühlen, ist die Waffe gespannt oder nicht, gibt mir das nochmal ein Stück weit Sicherheit. Das ist aber kein Handspanner, richtig? Es ist kein Handspanner, genau. Das ist ein klassischer Repetierer, der beim Anheben des Kammerstängels entsprechend das Schloss spannt. Was hast du oben drauf gepackt an Zielfernrohr? Ja, wer unsere Videos öfter mal gesehen hat, weiß, dass wir ganz gerne Gläser von Vector verwenden. Ich habe so ein Vector-Drückjagdglas, was ich als Testglas nehme für alle Tests, die wir mit Wärmebild-Vorsatzgeräten oder Nachtsichtgeräten durchführen. Und das Ding quäle ich bis zum Äußersten. Da sind also mittlerweile weit über 500 Schuss drauf. Und das Glas funktioniert immer noch. Das war für mich Referenz genug, um auch mal für andere Bereiche einen Blick in Richtung Vector-Optics zu werfen. Und da habe ich das Vector-Optics Continental 3x18x50 in einer Hunter-Edition gefunden. Hunter-Edition aufgrund der Tatsache, dass das Absehen tatsächlich gewisse Höhenmaße und Vorhaltemaße
enthält, aber nicht übertrieben. Man kann also tatsächlich, ohne an den Türmen zu drehen, seinen Haltepunkt mit Hilfe des Absehens verändern, so der nötig. Was zeichnet das Glas sonst noch aus? Erstens, ihr seht es ja im Design, es ist kompakt, wie man das von einem 50er Glas erwarten darf. Es läuft sauber, es läuft griffig, aber es hat tatsächlich einen Parallaxenausgleich. Und zwar einen Parallaxenausgleich, der runtergeht bis zu 10 Fuß. Das bedeutet, dieses Glas ist der perfekte Rüstsatzträger für alle Okularlösungen, aber auch für Vorsatzlösungen. Das genau. Heißt, hier bin ich für beide, sage ich mal, Nachtsicht-Vorsatzlösungen oder Nachsatzlösungen gewappnet und brauche mir keine Gedanken darüber machen. Wir haben jetzt also eine Waffe, wir haben ein Glas, dazwischen brauche ich eine Verbindung und zwar die Montage und die ist mitgeliefert. Kommt mitgeliefert, genau. Wir haben auch genau die mitgelieferte Montage hier verwendet. Genau. Und können auch da aus Überzeugung sagen, sitzt bombenfest. Ich habe tatsächlich pro Ringmontage 6 Schrauben, die festzuziehen. Die Ringmontage, die Ringe sind sehr breit, was eine sehr große Auflagefläche ermöglicht. Genau. Und somit auch eine sehr gut verteilte Kraft, die auf das Glas wirkt. Ich habe sie jeweils mit 1,8 Newtonmeter angezogen. Tipptopp. Also das passt. Und ihr seht ja hier, wie es montiert ist, aufgrund der jetzt nicht übermäßig langen, aber hinreichend langen Picatinny-Schiene, habe ich mit dem Glas genug Möglichkeiten, mir meinen Augenabstand so einzustellen, dass ich eben auch wirklich bequem damit arbeiten kann oder eben genug Platz habe, zum Beispiel für eine Nachsatzlösung. Und eben auch eine Vorsatzlösung. Ja, der Platz ist hier ein bisschen üppig, gebe ich zu, das hätte ein halber Zentimeter weniger sein können, aber es funktioniert und es funktioniert vor allen Dingen im jagdlichen Bereich. Genau. So, du bist ja schon da vorne, sag mal was zum Lauf. Brenner liefert 51 und 47 cm Läufe. Wir haben in diesem Fall jetzt den 51 cm Lauf, der allerdings schon mit einem 15:1 Gewinde ausgestattet ist. Hier vorne hat man halt die Möglichkeit, entweder einen Kompensator oder einen Schalldämpfer anzubringen, so wie ihr das hier seht. Zu dem Schalldämpfer kommen wir aber jetzt. Genau, damit ihr euch gar nicht erst die Frage stellen müsst, will ich einen Kompensator oder will ich einen Schalldämpfer haben? Wir sind Jäger und deshalb wollen wir natürlich einen Schalldämpfer haben. Und deswegen ist in diesem Paket auch ein Schalldämpfer dabei, nämlich der Optima 45 von ATEC. Und nicht nur das, auch der Schnellverschluss ist mit. Der E-Lock von ATEC ist dabei. Denn sonst heißt es, schießen Sie schon oder schrauben Sie noch. So sieht es nämlich aus. Der Dämpfer an und für sich ist, ich sag mal, robust, einfach konstruiert. Mehrkammersystem mit einem Kern aus Edelstahl und einer Hülle aus vergütetem Aluminium. Das Ganze in schwarz. Der E-Lock-Verschluss, 45 Grad Winkel. Verdreht, ist drauf, geht super schnell, geht super einfach. Das ist ein Overbarrel-Dämpfer, sodass die Gesamtlänge der Waffe sich eben nur ungefähr 15 cm erhöht und ca. 8 cm über den Lauf hinweggehen. Ja, bewährtes System heutzutage, nichts Besonderes, aber funktional und in dem Paket genau das, was wir haben wollen. Ich sag mal so, und es ist kompakt genug, um nicht in der Kanzel immer überall anzustoßen. Das ist vollkommen in Ordnung. Definitiv. Wenn die Waffe eingeschossen ist, dann seid ihr Tagjagd fertig. Jetzt haben wir aber gesagt, es soll ein Nachtjagdpaket werden. Da braucht es noch ein bisschen was dazu. Und damit ihr nachtjagdfähig werdet, haben wir uns 3 Pakete überlegt, die wir euch anbieten können. Nummer 1, für den, der es preiswert möchte, aber funktional, gibt es das Part 007 SP, also die aktuelle Version ohne Laserentfernungsmesser. Hochfunktionales Gerät mit dem Glas und Parallaxenausgleich, absolut brauchbar. Ja, der mitgelieferte Adapter sitzt hier saugenstramm drauf. Festgeklemmt, jagdfertig. Und wie vorhin erwähnt, Öffnungswinkel 60 Grad, überhaupt kein Problem in Verbindung mit dem Part 007 SP. So, jetzt bin ich vielleicht aber mit einer reinen Restlichtverstärkerlösung nicht so richtig einverstanden. Dann musst du das runterwerfen. Dann muss ich das runterwerfen und dann kommt nämlich ein Wärmebild-Vorsatzgerät drauf. Und als Vorsatzlösung haben wir 2 weitere Optionen für euch. Einmal das Infiray MAL25 mit einem Rusan-Adapter. Muss natürlich eingeschossen werden im Gegensatz zum Paar. Und auch nicht aufgesetzt werden. Und dann hat man hier eine wirklich brauchbare Lösung. Vor allen Dingen für jemanden, der nicht so weit raus muss, aber viel Seefeld braucht, ist das eine super Lösung. Mehr zu dem Gerät findet ihr in entsprechenden Videos oder in der Gerätebeschreibung. Für denjenigen, der ein bisschen mehr in der Feldflur unterwegs ist und eben auch im Wald, der kann sich mit dem TH35 PC von Hick Micro tatsächlich hier ein günstiges Schnäppchen ergattern. Und damit ist im Prinzip schon alles gesagt zu den 3 Paketen. Eine Kleinigkeit haben wir noch vergessen.
Ja, die Waffe kommt in einem soliden Hartschalen, Entschuldigung, in einem soliden Hartschalenkoffer, sogar mit Zahlenschloss. Also hier seid ihr waffenrechtlich direkt auf der hundertprozentig sicheren Seite, wenn ihr das Ding ins Revier mitnehmt. Und das gesamte Paket, Schalldämpfer, Zielfernrohr, Wärmebild, Vorsatzgerät, das passt ja auch alles problemlos rein, so groß wie der Koffer ist. Okay, jetzt haben wir euch gezeigt, was alles dabei ist, was eine ganze Menge ist. Und Andreas, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie viel muss das Sparschwein ausspucken? Oder die Jagdkasse? Also, die Waffe inklusive Zielfernrohr, inklusive Schalldämpfer, inklusive Schnellverschluss mit dem Part zusammen im Paket liegen bei fantastischen 2129 Euro. Das Paket mit dem TH35 PC Wärmebildvorsatzgerät wird bei 3379 Euro liegen. Man muss sich mal vor Augen halten. Komplette Waffe mit Glas, mit Schalldämpfer und Wärmebildvorsatzgerät. Das komplette Programm, um nachtjagdfähig zu sein mit einem Wärmebildvorsatzgerät bei 3379 Euro. So, und wer jetzt als Wärmebildvorsatzgerät lieber das MAL25 haben möchte von Intuary, der muss für das ebenso wunderbar eloquent von Andreas beschriebene Paket 3579 Euro in die Hand nehmen, bekommt aber eben ein Oberklasse-Wärmebildvorsatzgerät, eine solide Waffe, ein solides Glas, einen soliden Schalldämpfer in einem sehr soliden Koffer. Und auf Wunsch bietet Venari dann natürlich noch den Service an, dass wir das gesamte Paket nicht nur montieren, sondern eben auch einschießen. Dazu muss allerdings die Munition von uns kommen. Das ist dann vielleicht ein kleiner Preis, der es aber wert ist. Einfach ein komplettes Paket von Profis für Profis.